Block 15 – Die preußischen Befreiungskriege. Sozialpolitischer Hintergrund. Der Dreißigjährige Krieg hinterließ die deutschsprachigen Fürstentümer unter dem Einfluss und der Kontrolle Frankreichs, was die Souveränität der deutschen Fürsten und deren Errichtung autokratischer Regime förderte. Die Ideen des fürstlichen Absolutismus, die auf dem Konzept der Ungleichheit aufbauten, das von Aristoteles formuliert worden war und in den Schriften Niccolò Machiavellis seinen Ausdruck fand, wurde von dem französischen Kaiser Ludwig XIV. Umgesetzt, der in seinen Anweisungen an den Dauphin schrieb: Wir sind die Vertreter Gottes. Niemand hat das Recht, unser Handeln zu kritisieren. Wer als Subjekt geboren wird, muss gehorchen, ohne zu fragen. Der Geschichtswissenschaftler Brandon Sims beschreibt den kontinuierlichen Kampf um die Vorherrschaft in Europa seit des Dreißigjährigen Krieges. In den deutschsprachigen Fürstentümern, einer losen Ansammlung unabhängiger, halbunabhängiger und abhängiger Gebiete, die das Heilige Römische Reich deutscher Nation ausmachten, herrschten soziale Strukturen, die stark hierarchisch waren. Gleichzeitig hatten sich seit dem 17. Jahrhundert die Philosophien der Aufklärung in Europa verbreitet und Kritik gegenüber absolutistischen Landesregierungen entfacht, was in Frankreich 1789 zur Revolution führte. Dabei wurde die Feudalgesellschaft abgeschafft, die Kirche der Regierung unterstellt, ihr Eigentum verstaatlicht und die französische Sprache und Kultur vereinheitlicht. Die feudalistischen Nachbarn wurden jetzt als Feinde gesehen, gegen die man sich durch Revolutionskriege verteidigen musste, was die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht notwendig machte. Napoleon Bonaparte, der siegreichste General der Grande Armée, wurde dabei politisch so mächtig, dass er sich 1804 zum französischen Kaiser krönen ließ. Laut Reinhardt war Napoleon von den imperialen Motiven Richelieus und Ludwig XIV. Inspiriert. Er eroberte das linke Rheinufer, gründete den Rheinbund, dem sich einige deutsche Fürsten anschlossen, und besiegte die preußische und die österreichische Armee. Die Erfahrung des Dreißigjährigen Krieges von Territorial- und Souveränitätsverlust wiederholte sich mit Napoleons triumphalen Einzug in Berlin, gefolgt von Besatzung und Entschädigungsforderungen, die eine ganze Generation von Deutschen traumatisierte. Die Historikerin Karin Hagemann beschreibt, wie Napoleons Siege zu einer sozialen, politischen und wirtschaftlichen Krise in Preußen führte, die eine Debatte über den Ursprung der Niederlage auslöste. Der Verrat der deutschen Fürsten, ein Mangel an nationaler Haltung sowie das reformbedürftige preußische Militär wurden für die Niederlage verantwortlich gemacht. Um eine allgemeine Wehrpflicht nach französischem Vorbild einzuführen und so der französischen Unterdrückung entgegenzutreten, wurde die Konstruktion eines deutsch-nationalen Mythos notwendig, der nach der Niederlage Napoleons in Russland 1812 durch verschiedene Medien propagiert wurde. Das Militärlied, das schon während der Französischen Revolution verwendet wurde, spielte dabei eine wichtige Rolle, da es für alle zugänglich war, eine historische und religiöse Legitimation für den bewaffneten Kampf gab und emotional aufgeladene Bilder bereitstellte, die das kollektive Selbstverständnis förderten.
Der deutsche Nationalcharakter wurde in diesem Zusammenhang als aufrecht, wehrhaft und tapfer im Gegensatz zum französischen Feind konstruiert. Der Kulturhistoriker Robin Lehnmann beschreibt, wie sich nach dem Ende der Napoleonischen Kriege ein Markt für zeitgenössische Kunst entwickelte, der zur Gründung von Kunstakademien, nationalen Galerien und internationalen Ausstellungen führte. Auch das Interesse an Geschichte als akademische Disziplin verstärkte sich mit dem Bedürfnis, ein Gefühl der kollektiven Identität durch eine ruhmreichere Vergangenheit zu vermitteln. Lehnmann beschreibt, wie historische Gesellschaften und Museen gegründet wurden und wie Geschichte zu einem wichtigen Bestandteil intellektueller Debatten wurde, einen Einfluss auf die Architektur ausübte und zum Thema in Literatur und Malerei wurde. Öffentliche Kunst in Form von Fresken, Skulpturen und Denkmälern boten durch Einweihungen und Reden zusätzliche Möglichkeiten für patriotische Propaganda. Hier ein Auszug aus dem Soldatenlied »Holde Nacht« als Kulturbeispiel. Holde Nacht, dein dunkler Schleier decket mein Gesicht vielleicht zum letzten Mal. Morgen schon lieg ich dahingestrecket, ausgelöscht aus der lebendigen Zahl. Morgen gehen wir für unsere Brüder und für unser Vaterland zum Streit. Das Lied »Holde Nacht« verleiht den durch den Krieg verursachten Gefühlen von Angst, Schmerz und Verlust Ausdruck. Es enthält auch Propaganda-Elemente, die einen engen menschlichen Bezug suggerieren, wie Vaterland und Kriegsbürgerschaft. Da, wie wir in Teil 1 gesehen haben, zwischenmenschliche Beziehungen existenziell sind, wirken diese Elemente besonders überzeugend. Der deutsche Linguist Wolfgang Steinitz nimmt an, dass das Lied aus den Kriegsjahren 1813 bis 15 stammt und von einem preußischen Landwehrmann geschrieben wurde. Es machte laut Steinitz auf die Soldaten einen so tiefen Eindruck und stimmte sie so wehmütig, dass es in einigen der Truppen verboten wurde. Hagemann geht davon aus, dass die Idee des Nationalismus auf Konzepten beruhte, die sich seit der Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelt hatten und von den Ängsten und Hoffnungen der Männer des Bildungsbürgertums geprägt waren, die von den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Veränderungen, die Krieg und Revolution verursacht hatten, besonders betroffen waren. Ihre geistige Desorientierung und soziokulturelle Unsicherheit beeinträchtigte dabei ihr männliches Selbstverständnis. Wie in Teil 1 erwähnt, sieht Scheff einen kausalen Zusammenhang zwischen sozialen Verlusterfahrungen wie Scham und Erniedrigung, die nicht anerkannt werden, und einer Beeinträchtigung der Geschlechteridentität, die eine Atmosphäre der Gewalt fördert. Die Charakterisierung des deutschen Mannes als tapfer und wehrhaft kommt dem nahe, was Scheff als hypermaskulin beschreibt. Hagemann verweist darauf, dass das nationale Charakterbild sowie die nationalen Mythen, Symbole und Rituale, die damals geschaffen wurden, bis heute relevant geblieben sind. Zitate von Zeitgenossen bestätigen, dass die französischen Kriege, Belagerungen und der Zerfall des Reiches von vielen als Erniedrigung erlebt wurde. 1806 wurde von dem Nürnberger Buchhändler Johann Philipp Palm eine Broschüre mit dem Titel »Deutschland in seiner tiefsten Demütigung« veröffentlicht. Dass eine Anerkennung des Erlebnisses der Erniedrigung zu dieser Zeit nicht möglich war, wurde dadurch deutlich, dass Philipp Palm wegen dieser Veröffentlichung von Napoleon zum Tode verurteilt
und hingerichtet wurde.